Servus zusammen. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, woher genau das Leder für eure Berg- und Trekkingstiefel kommt? Ich möchte heute für euch dieser Frage nachgehen und bin von Oberbayern nach Nordrhein-Westfalen gefahren. Genauer gesagt nach Wegberg bei Mönchengladbach. Und hier steht seit 1891 die Lederfabrik Josef Heinen. Wir von Hanwag beziehen seit mehr als 60 Jahren einen Großteil unseres Leders von dieser Gerberei. Ich gehe jetzt mal rein und treffe den Firmenchef Thomas Heinen, der den Traditionsbetrieb bereits in der vierten Generation führt. Servus Thomas, schön, dass wir hier sein dürfen. Hi Chris, super, dass du hier bist. Das sind deine Urgroßeltern, die die Firma 1891 gegründet haben. Ihr produziert seitdem Leder in Deutschland. Gibt es eigentlich noch viele Firmen wie euch? Ja, in Deutschland gibt es noch ca. 11 Gerbereien mit mehr als 50 Mitarbeitern. Da wir hochspezialisiert sind auf die Outdoor-Branche, gibt es leider nur noch uns hier in Deutschland und in Europa noch 3 bis 4, würde ich sagen, Betriebe. Warum seid ihr diesem Standort treu geblieben? Ja, als Gerber brauchen wir ja den Rohstoff Haut und in unserem Fall arbeiten wir hier noch deutsche Bullen ein. Schon aus diesem Grund sind wir hier in der Region verbunden. Und darüber hinaus brauchen wir natürlich hochqualifizierte Mitarbeiter, die wir hier am Standort haben. Und über die Jahre und Jahrzehnte haben wir hier eine super Mannschaft entwickelt und das einfach aufzugeben, wäre natürlich schrecklich. Alles klar, super. Dann bin ich schon mal richtig gespannt, wie das jetzt bei euch ausschaut. Ja, gerne. Dann gehen wir mal runter gucken. Wunderbar. Für uns als Schuhhersteller ist Leder das ideale Material für viele Outdoor-Schuhe. Aber Leder ist nicht gleich Leder. Und was es da für Unterschiede gibt, das schauen wir uns jetzt mal an. Thomas, welche Eigenschaften hat Leder, die zum Beispiel bei einem Wanderschuh nützlich sind? Ja, das Oberleder muss ja zunächst einmal den Fuß schützen. Das heißt, es muss ganz besonders strapazierfähig sein, es darf nicht reißen, es darf sich nicht dauerhaft verformen, also es muss schützen. Mhm. Darüber hinaus muss das Leder von außen zunächst einmal Wasser abweisen und von innen den Fußschweiß, jeder Fuß schwitzt ja auf einer Wanderung, den Fußschweiß aufnehmen und nach außen transportieren. Und könnt ihr diese Eigenschaften auch optimieren oder irgendwie beeinflussen? Ja, das ist ja im Prinzip der Job des Gerbers. Wir arbeiten mit Rezepten und in der sogenannten Nachgerbung, da bieten wir der Haut hydrophobierende Fette an. Die werden dann aufgenommen und diese hydrophobierenden Fette sorgen dann dafür, dass die Haut wasserabweisend wird. In der Nachgerbung geben wir dann eine Kombination aus verschiedenen Nachgerbstoffen in die Rezeptur, in die Leder. Und damit beeinflussen wir dann Steifigkeit, Reißfestigkeit, also die ganzen mechanischen Werte, die dann wichtig sind an so einem Oberleder. So, und hier haben wir jetzt tatsächlich ein ganz besonderes Leder, das wir beispielsweise für unser Modell Lassar verwenden. Kannst du uns irgendwas dazu erklären? Ja, das sind heute vom Yak. Die kommen aus der Mongolei. Die wachsen nicht hier am Niederrhein auf. Das Yak hat eine ganz besondere Eigenschaft in der Haut. Mhm. Die Häute sind noch ein bisschen fester in der Faser und geben damit noch ein bisschen mehr Reißfestigkeit her und ein bisschen mehr Stabilität. In Summe ist es ein wunderschönes, natürliches Material, was perfekt für einen Outdoor-Schuh geeignet ist. Das Jagdleder kommt also aus der Mongolei. Aber woher kommt eigentlich das Leder von meinem Hanwag Yukon, den ihr vielleicht schon aus unserem Wiederbesulungsvideo kennt? Das zeige ich dir jetzt. Thomas, nicht alle diese Häute hier kommen aus der Mongolei, oder? Im Normalfall kaufen wir noch deutsche Bullenhäute ein. 2/3 unserer Produktion kommt daher und 1/3 kommt aus den angrenzenden Nachbarländern in Zentraleuropa. Okay, und eine wichtige Frage noch, die sich viele Menschen stellen, wo es auch, glaube ich, viele Missverständnisse gibt. Wird eigentlich irgendein Rind rein für die Lederproduktion geschlachtet? Nein, überhaupt nicht. Es ist so, dass die Tiere, die Rinder, gehalten werden für die Milch und für die Fleischproduktion. Im Schlachtprozess fällt die Haut als Nebenprodukt an. Und die Gerber nehmen diesen Abfall oder dieses Nebenprodukt und betreiben ein Upcycling, indem sie daraus Leder produzieren. Von so einem Zwischenprodukt zum fertigen Schuhleder ist es allerdings noch ein langer Weg. Und wie lange der ist, wird uns Thomas jetzt zeigen.
Ja, hier ist es jetzt richtig laut. Wir sind jetzt, glaube ich, im Herzstück der Gerberei angekommen, so kann man das sagen. Was passiert hier eigentlich genau? Was macht ihr hier? Ja, wir stehen jetzt hier zwischen den Nachgerbfässern. Die Wetblues werden in diesen Nachgerbfässern, wie der Name schon sagt, nachgegerbt, gefärbt und gefettet. Und am Ende des Prozesses hat man dann ein nasses, nachgegerbtes Leder, was von hier aus dann in die Trocknung wandert. Okay. Jetzt habt ihr aber noch viele andere Maschinen stehen. Die zwei Kollegen hier zum Beispiel, was machen die genau? Ja, die welken gerade Wetblues ab. Abwelken ist im Prinzip eine Entwässerung von den gegerbten Ledern. Ah, okay. Wir sind jetzt hier mitten auf dem Firmengelände und hier fließt ein Fluss. Kannst du mir dazu irgendwas erklären? Ja, mein Urgroßvater hat damals das Wasser aus diesem Fluss gezogen. Deswegen hat er sich hier angesiedelt und auch nachher wieder das leider schmutzige Wasser wieder reingetan. Das war damals Stand der Technik. Heute ist das natürlich anders. Ja. Wir arbeiten mit zwei eigenen Brunnen. Also wir nehmen unser Frischwasser aus dem Grund und Boden hier heraus, arbeiten mit dem Wasser im Prozess. Und anschließend wird es dann chemisch-mechanisch gereinigt und auch nochmal biologisch, ehe es dann wieder in den natürlichen Kreislauf zurückgeht. Aber wie umweltschädlich sind denn jetzt die Stoffe eigentlich, die ihr einsetzt? Weil gerade das Gerben mit Chrom steht ja öfters mal in der Kritik. Also alle chemischen Hilfsstoffe, die wir hier einsetzen, werden kontrolliert durch die sehr strenge deutsche und europäische Chemikalienpolitik. Das Chrom im Besonderen erstmal. Grundsätzlich ist es nicht gefährlich. Es kommt in jedem Wasser, Sprudelwasser drin vor. Es ist ein Element, was auf diesem Planeten vorkommt. Der Gerber, wenn er seinen Job versteht, setzt es auf eine gute und saubere Art und Weise ein und dann ist es komplett ungefährlich. Dann muss man überhaupt keine Angst haben. Überhaupt nicht. Thomas, Hand aufs Herz. Wie nachhaltig kann Leder am Ende wirklich sein? Ja, mit der Frage beschäftigen wir uns ja schon sehr lange und fassen unsere kompletten Umweltanstrengungen unter unserem Label TerraCare zusammen. Man muss letztendlich den ganzen Prozess betrachten. Und ganz zum Schluss kommt dann ein Produkt raus, was unglaublich langlebig ist. Denn das Beste beim Thema Nachhaltigkeit ist es ja, ein Produkt erst gar nicht zu kaufen oder aber, wenn wir es kaufen, dieses Produkt möglichst lange zu verwenden, damit wir nicht schnell wieder ein neues kaufen müssen. Und genau das macht Leder. So, wir sind jetzt bei der letzten Station angekommen, im sogenannten Finish. Jetzt würde mich noch eine Sache interessieren. Was genau ist der Unterschied zwischen einem guten Leder und einem richtig guten Leder? Im Sinne der Nachhaltigkeit wollen wir ja, dass ein Leder möglichst lange hält. Und eine hohe Ledersubstanz, also eine hohe Lederdicke, ist hilfreich. Also es bringt einfach Langlebigkeit. Im Sinne der Atmungsaktivität, am besten auch geschliffen auf der Narbenseite, also ein Nubuk. Ja. Alles klar, verstehe. Also quasi ein Leder fürs Leben. Was denkst du, Thomas, wie lange wird der Schuh noch machen, mein Yukon? Ja, wenn du den vernünftig pflegst, könntest du übrigens noch mal. Ab und zu mussten vielleicht mal besohlen, aber das Leder wird ewig halten. Das geht so schnell nicht kaputt. Dann kann ich noch richtig viele Abenteuer damit erleben. Absolut, ich hoffe. Also Thomas, ganz herzlichen Dank für die Führung. Das war echt mega spannend. Mein Yukon und ich, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg nach Oberbayern. Und wenn ihr noch mehr Know-how rund um das Thema Wanderschuhe haben wollt, dann abonniert einfach unseren Kanal. Wir sagen Servus und habe die Ehre aus der Lederfabrik Heinen in Wegberg.